Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Dimension der Manipulation in der BAMF-Außenstelle in Bremen war nicht so groß wie befürchtet, glücklicherweise. Also wir haben ja auch Fakten mittlerweile, liebe Frau Kollegin Amtsberg, aber in 145 Fällen, in denen manipulativ gehandelt wurde, die sind auch nicht unerheblich. Und deswegen ist natürlich die Frage nach der Qualitätssicherung ganz richtig. Und wir finden schon, dass der Bundesinnenminister und das Ministerium sehr schnell und angemessen gehandelt haben. Wir haben ja im Innenausschuss sehr oft darüber diskutiert. Und nicht nur sehr oft, sondern direkt am Anfang. Und wir haben dann festgestellt, dass das BMI, ich nenne mal ein paar Dinge, die geändert worden sind, das Mehraugenprinzip, die Überprüfung aller Auffälligkeiten, wo in Außenstellen entweder ein deutliches Plus oder ein deutliches Minus an positiven oder negativen Entscheidungen vorlag. Man hat im Übrigen ja dann auch eine unabhängige Untersuchung durchgeführt, hat den Bundesrechnungshof gebeten, das zu übernehmen. Und bis zum Abschluss der Überprüfung wurden der Bremer Außenstelle eben auch untersagt, weitere Asylentscheidungen zu treffen. Und gleichzeitig wurden in der Tat eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der Qualitätssicherung getroffen. Und ich denke, da ist auch politisch festzuhalten, dass die Sachaufklärung uns mehr hilft als die Polarisierung. Ich glaube, das ist die angemessene Antwort. Und wir haben ja eine Debatte auch erlebt, da gucke ich nicht die Grünen an, aber dass die Polarisierer im Parlament hier rechts und hier links sitzen, die AfD, die bis heute behauptet, wahrheitswidrig, dass unser Staat und unsere Beamtinnen und Beamten ja eigentlich überhaupt nichts im Griff hätten dort im BAMF, und Frau Jelbke, die erklärt hat, der BAMF-Skandal sei aufgebauscht worden und eigentlich habe es ja gar keinen gegeben. Insofern bin ich den Grünen sehr dankbar, dass sie in einem sehr wohltuenden Stil Punkte angesprochen haben. Und ich will da auf einzelne angehen, weil ich glaube, auch da, lieber Herr Gauland, nicht immer den roten Kopf, einfach mal die Fakten zur Kenntnis nehmen. Frau Jelbke, für Sie gilt genau das Gleiche. Die CDU-CSU misst der Qualitätssicherung im BAMF große Bedeutung vor. Herr Präsident, Frau Weidel, reden Sie jetzt oder rede ich? Ja, Herr Kollege Brandt. Herzlichen Dank. Zwischenrufe gibt es, und reden Sie einfach weiter. Wenn es so laut wird, werde ich eingreifen. Aber es herzlichen geht noch. Dank, Herr Präsident, für die Unterstützung. Aber man sieht, getroffene Hunde bellen. Sie fühlen sich von dem Vorwurf, den ich hier mache, getroffen. Ich kann nur für uns als CDU-CSU sagen, dass wir der Qualitätssteigerung nun wirklich große Bedeutung zumessen. Wir haben das schon im Koalitionsvertrag. Herr Kollege Brandt, jetzt möchte die Frau Kollegin Kogler aus der Fraktion Die Linke eine Zwischenfrage stellen. Ich halte mich an Ihren Rat und spreche weiter. Bitte sehr. Dass wir schon im Koalitionsvertrag einen Start einer Qualitätsoffensive im BAMF festgeschrieben haben. Und im Übrigen auch im Masterplan des Bundesinnenministers ist entgegen der Auffassung der Antragsteller eine Qualitätssicherung im Asylverfahren vorgesehen. Und das halten wir im Übrigen auch für sehr wichtig, aus zwei Gründen. Zum einen für das Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der BAMF-Entscheidung und zweitens zur Beschleunigung der Verfahren durch konstruktive Qualitätshinweise an einzelne Außenstellen und Bearbeiter. Aber ich will auch auf ein paar Punkte eingehen, die Sie angesprochen haben, Frau Kollegin Amtsberg. Es sind 37 Einzelmaßnahmen, die Sie ansprechen. Wir haben einen Großteil davon weitgehend umgesetzt, einen nicht unerheblichen Teil umgesetzt, und andere wollen wir nicht umsetzen. Ich zähle mal ein paar Stück auf. Das hilft ja auch dann vielleicht zur Erkenntnisgewinnung bei. Zum Beispiel werden Asylsuchende seit Herbst 2016 bundesweit flächendeckend frühestmöglich erkennungsdienstlich behandelt und zentral registriert. Die Sachentscheidungen im Asylverfahren werden mittlerweile wieder grundsätzlich von den Mitarbeitern getroffen, die auch die Anhörung durchgeführt haben. Eine vollständige Rückkehr zur Einheit von Anhörern und Entscheidern wird angestrebt. Eine effektive Qualitätssicherung ist auch gewährleistet durch stichprobenweise Überprüfung bereits. So wurden im Umfang von 10% die täglichen Aktenlagen, die täglichen Anhörungen und die täglichen Abschlussarbeiten anhand von Checklisten in Außenstellen kontrolliert. Zudem werden alle Bescheide, das heißt nicht nur Asylbescheide, sondern auch Widerrufsbescheide zu 100% vor Zustellung überprüft. Regelmäßige stichprobenartige Überprüfungen erfolgen zudem seitens der BAMF-Zentrale durch monatliche Stichprobenüberprüfungen. Herr Baumann, es stimmt doch wieder nicht mit Ihrem Zwischenruf. Nehmen Sie doch einfach mal die Sachen zur Kenntnis. Lautstärke ersetzt keine Argumente. Hören Sie doch zu. Wir haben gehandelt. Wir haben gehandelt. Deswegen sind die Zustände andere als die, die Sie ständig beschreiben. Ich will in einem Punkt widersprechen.
den wir als Forderung Frau Amtsberg nicht aufnehmen werden, so kann auf die Durchführung von Dublin-Verfahren auch dann nicht verzichtet werden, wenn die Überstellung voraussichtlich ausweglos erscheint, da die Dublin-III-Verordnung unmittelbar geltendes Recht ist. Ich will zusammenfassend sagen, die geforderte und umfassende Reform im BAMF ist bereits eingeleitet. Sie wird konsequent weitergeführt. Und wir als CDU-CSU, wir werden diesen Weg, da können Sie sich sicher sein, konstruktiv und kritisch begleiten. Dankeschön. Jetzt gebe ich das Ergebnis der